Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden heute die MT09 von uns mal auf die Straße bringen. Ja, wir hatten im letzten Video ja schon mal so eine grobe Bestandsaufnahme gemacht. Ist ja einiges dran zu tun. Wir haben uns ja dann entschieden, erstmal Kennzeichen und Blinker, also um das Wichtigste zu kümmern. Ne, Reifen und so, das kann man alles später machen. Hauptsache, wir haben schon mal geile Blinker und geilen Kennzeichenhalter dran. Wen es nochmal interessiert, das Video ist unten verlinkt. Könnt ihr direkt draufklicken, also da unten. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja, heute werden wir uns ein bisschen um den Rest kümmern. Wir machen jetzt den Hinterreifen neu, den haben wir schon ausgebaut. In der Gabel werden wir ein Cartridge einbauen von Andreani, das ja, deutlich besser funktioniert als das Originale, weil die MT zugegebenermaßen original sehr, sehr weich ist und sehr, sehr schwammig ist. Da machen wir eine neue Kette drauf, die ist schon ganz schön angegammelt gewesen, die haben wir jetzt auch schon runtergefummelt. Und dann gucken wir mal, was uns noch so einfällt. Ne? Bauen wir erstmal alles wieder zusammen. Ah, hier für Ausfuchtgewichte, da haben wir so einen Orangenterpenreiniger oder auch Orange Terpene Cleaner für die Internationals von unser guter Freund Liquimoli. Damit kriegt man richtig geil hier die Reste von den Ausfuchtgewichten runter. Deswegen mache ich das mal als erstes. Einmal einsprühen, das kann jetzt einwirken, jetzt drücken wir das alles ab, ziehen das runter und dann können wir die da gleich runterrubbeln. Shoplink unten drin, ne? Hier noch die Erstbereifung. Bridgestone S20RM. Sonderkennung M. Sagt immer aus, dass das eine Erstausrüsterprofilierung ist. Und ist auch so in der Sonderkennung dann auch tatsächlich nicht für alle Motorräder freigegeben. Muss man immer ein bisschen drauf achten. Oh. Aber der ist nicht mehr gut hier, der Reifen. Wie man sehen kann, ist der hat wohl mal irgendwo dran geschliffen oder so. Ist richtig warm geworden. Ja, jetzt haben wir das hier schon schön ab. Dann werden wir gleich mal ein Winkelventil hier einsetzen. Nehmen wir einfach mal irgendwas, was hier im Regal steht. Ne? Schwarz und rund. Sollte passen. Bridgestone S21. Ja. Aufgepasst hat, S20, S21, ja, Nachfolger, genau, gleich hier was Besseres. Laufrichtung ist egal, ich fahre wahrscheinlich sowieso nie mit dem Ding. Guck mal, gerade hier in die Kante unten rein. Jetzt genau? Weiß ich nicht. Haben wir keine? Gar keine. So, siehst du wohl. Auch schon wieder ab. So, das Cartridge haben wir eingebaut, Simmerringe, alles neu, alles sauber, alles schick. Gabel ist auch schon wieder drin. Ich hatte ja gesagt, wir zeigen das jetzt nicht großartig, wir haben es oft genug gezeigt. Aber ich will am alten Cartridge jetzt noch einmal kurz den Gabelaufbau zeigen. Auch nicht ausführlich, haben wir auch schon häufiger gezeigt. Also schaut euch da gerne die alten Videos an. Dann könnt ihr da auch sehen, wie wir es etwas genauer mal gezeigt haben. Ja, das ist halt so, wenn die Gabelhersteller sich alle mal irgendwie auf ein Maß verständigen würden. Stattdessen muss man sich dann immer selber, also ich weiß, das ist alles nicht schön, ne? Aber das habe ich zum Beispiel für eine Gabel mal gebaut. Das ist ein altes Staubsaugerrohr mit einem Nutmutterschlüssel, der prinzipiell da drüber passt. Der muss natürlich sehr lang sein, deswegen haben wir da ein Staubsaugerrohr rangeschweißt und oben eine alte Mutter, die
Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkommt. Ich glaube, die ist von den Neufahrzeugen. Neufahrzeuge, die sind häufig, sind oben so eine Stahlwinkel aufgeschraubt, wenn jetzt ein neues Motorrad in der Stahlkiste kommt, wo die dann nochmal am Lenkkopf befestigt ist. Und daher kommt, glaube ich, die Mutter. Wie auch immer. Also sowas muss man sich dann immer mal wieder selber bauen, weil ansonsten, ja, langes Gesicht, ne? Kriegst den ganzen Kram nicht auseinander, weil das nicht genormt ist oder sonstiges. Und jede Gabel irgendwie andere Maße hat. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist denn das jetzt geblieben hier für die Mitte. So. Jetzt einmal kurz den Anlaufring hier entfernt, weil dann passt er nämlich auch drauf. So. So, jetzt kommt erstmal das Bodenventil raus. Da ist das Bodenventil. Da muss man gucken mit dieser Kappe hier von dem Cartridge. Das ist teilweise hier angekörnt, dass das gesichert ist. Eingeklebt mit Loctite ist es so oder so. Also man kriegt das eigentlich nur raus, wenn man es wirklich richtig warm föhnt. Dann kann man das hier mit Haltern klemmen. Oder man löst hier oben alles und schiebt es dann nach unten runter. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade vermeiden. Kannst du einmal eben gucken, wir hier was zum Klemmen haben. Ja, der passt. Gucken, ob wir Sohlen kriegen. Ja, wunderbar. Der ist nämlich nicht gekörnt hier, dann geht das auch. Wenn wir hier so eine Körnerpunkte haben und so, dann muss man die teilweise aufbohren oder so, sonst kriegt man das überhaupt nicht raus, weil das bombenfest drin ist. Soll ja auch nicht rausfliegen. So. Zack. So. Jetzt können wir uns das eventuell noch mal ganz gut vorstellen. Eigentlich wollten wir gar kein Gabelvideo machen, ne? Wir wollten eigentlich ein bisschen zeigen, dass wir an der MT ein bisschen was machen, damit die wieder fährt. Jetzt machen wir hier ein Fahrwerksvideo. Und auch das im Video. Grundsätzlicher Aufbau. Unten. Bodenventil. Das Ganze steckt unten im Gabelfuß drin. Da wird, ist ein Gewinde drin, da wird das Ganze unten am Gabelfuß verschraubt. Bedeutet, das ist fest im Gabelfuß. Da drauf sitzt hier das Cartridge. Das Ganze, zack. So, das ist das Cartridge. Das wiederum ist dann darauf geschraubt. Zack. Dort läuft der Dämpferkolben. Das ist dieser. Ja, der hat außen eine Abdichtung gegen das Cartridge und hat hier diese Shims, die sind jetzt hier relativ klein. Ja, aber man kann das, denke ich, sehen, dass auf beiden Seiten hier, sieht man, so eine Blechscheiben sitzen. Da ist nämlich ein Ventil drin. Das Ganze wird oben dann hier verschlossen. Bedeutet, die Gabel ist ausgefedert. So, Kolben sitzt oben drin. Jetzt federt die Gabel ein. Das heißt, das Ganze geht runter. Der Kolben verdrängt das Öl, was ja bis hier oben irgendwo drin steht, drückt es hier unten aus den Bohrungen raus, dass das in das Außenrohr gelenkt. Aber muss, weil der ja abdichtet, durch diese Ventile durch. Das heißt, diese Ventile regulieren, inwiefern, wie schnell das Öl da durchfließen kann. Ne? Dünneres Öl, schneller, dickeres Öl, langsamer, schwerer. Genauso dünnere Scheiben geht das Ganze einfacher, dickere Scheiben geht das Ganze schwerer. Können wir das Ganze jetzt einstellen? Wir haben ja hier oben im Kopf eine Schlitzschraube. So, jetzt ist es hier auch echt schon wieder schwierig. Daneben steht Comp, das ist also die Compression, die Druckstufe. Diese Schraube drückt hier unten. Wenn man die jetzt dreht, kommt die hier, den Schlitz, den man sieht, drückt sie den weiter raus. Der Schlitz drückt hier oben auf diese Stange. Ja, die Stange geht komplett durch bis unten und hat hier unten einen Konus drin und verschließt den mehr oder weniger. Ja, also
denke, ist klar, wenn das, wenn die Stange jetzt hier drin ist und übertrieben gesagt, die guckt so weit raus, dann kann bei der Abwärtsbewegung das Öl in dieses Loch hier in der Mitte und hat dann hier eine Bypassbohrung quasi, die von dem Konus hier reguliert wird und kann an dem Kolben vorbei. Und damit können wir dann die Dämpfung natürlich beeinflussen. In dem Fall ist es jetzt so, dass auf dieser Seite nur die Druckstufe passiert. Also wir können hier nur die Druckstufe einstellen und haben auch hier an dem Kolben auf der einen Seite, vielleicht sieht man es, auf der unteren Seite, lustig. Jetzt habe ich die Köpfe vertauscht. Ja, okay, ist ja ganz praktisch. Das ist nämlich die Tension. Eigentlich muss ich die ja jetzt auch nochmal aufschrauben, ne? Weil da sieht nämlich der Kolben anders aus. Der arbeitet quasi andersrum, sozusagen. Hast du nicht gesagt, du darfst lieber ohne Handschuhe? Ja, aber nicht mit Gabel. Also ich meine, bei Gabelöl ist es fast egal, weil die Handschuhe mit der Zeit durchsapschen. Dann hast du den ganzen Rotz trotzdem am Finger. Das ist fast noch ekelhafter, weil dann die ganzen Handschuhe auch noch in dem Gabelöl schwimmen und triefen. Genauso Bremsflüssigkeit und Kühlmittel. Das ist halt echt ein widerliches Zeug, ne? Also. So. Du aber. Zack. So, packen wir da schön alles beisammen, ne? Wenn nicht, dass was verloren geht hier. Zack. Das ist sowieso alles gleich. So, gut. Zack. Jo, guck. Schau mal. Das ist nämlich das Zugstufenbodenventil. Und wenn wir das jetzt mal mit dem anderen vergleichen, dann ergibt das nämlich auch Sinn, weil das sitzt ja so da drin, bedeutet dieser Kolben, der sitzt über den Bohrungen. Das heißt, wenn das Öl daran vorbeigedrückt wird, öffnet sich hier das Ventil, das kann durch die Bohrung raus und beim Zurücklaufen, ne, wir haben hier einfach nur Bohrung und da oben wieder diese Schimps. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, weil nach unten kann es, nach oben muss es wieder die Schimps aufdrücken. Dadurch haben wir eine Zugstufendämpfung, das haben wir ja auf der anderen Seite gar nicht. Da haben wir ja nur, falsch rum. Das ist also hier die Zugstufendämpfung und wenn wir jetzt die Kolben noch miteinander vergleichen, dann sehen wir auch, dass die auch komplett unterschiedlich sind. Jetzt mache ich gerade einen Andi, wollen wir das nochmal machen? Also jetzt nochmal komplett zusammengefasst. Diese Seite mit, ohne, alles hat diesen Kolben da drinnen. Wenn wir uns diesen Kolben jetzt anschauen, haben wir auf der einen Seite hier dicke Schimps. Na, die kriege ich hier auch mit dem Fingernagel nicht so einfach aufgebogen. Die kriege ich gar nicht aufgebogen. Und oben haben wir hier einen dünnen. Der öffnet sich sofort. Ja, den kriege ich hier ganz leicht auf, gar kein Problem, da ist nur so eine Feder hinter und dann geht der auf. Das bedeutet, in dem Moment, wo das Ganze eintaucht, also Druckstufe, geht das Öl hier unten am Kolben vorbei, weil da sind Öffnungen, und öffnet den hier oben. Ja, also er kann leicht eintauchen. So, beim Ausfedern muss das Öl ja wieder zurück, das heißt, es fließt hier oben vorbei und muss dann aber den dicken Schimm hier öffnen, weil den hier kann er ja nicht öffnen. Den drückt er ja quasi zu. Ich gebe mir wirklich größtmögliche Mühe, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Ich mache es sonst nochmal, versprochen.
Also wenn ihr unzufrieden seid, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, ey, das ist alles total undurchsichtig und die anderen haben das alles viel besser erklärt und so. Ich kann auch schon vorwegnehmen, wir sind an einer Kooperation dran mit einem Fahrwerkshersteller und ich hoffe, dass wir im Winter die Zeit finden, da was Schönes zu machen. Und dann kriegt ihr das alles nochmal aufgearbeitet aus erster Hand mit mir und Fahrwerksgurus, die es richtig drauf haben und nicht so einen Unfug reden wie ich. Gut. Zwei, drei andere Sachen vielleicht noch ganz kurz. Das ist oben reingeschraubt, hatte ich angesprochen. Das hier ist die Top-Out-Feder. Die sorgt dafür, dass wenn das Vorderrad entlastet wird oder in der Luft geht, federt die Feder komplett aus und kommt gegen diese Feder. Dass das nicht ein harter, metallischer, mechanischer Anschlag ist, sondern noch ein bisschen gedämpft wird durch diese Feder. Das ist die Top-Out-Feder. Andersrum haben wir hier den Hydro-Stop. Das ist auch... sorgt auch dafür, wenn die Gabel auf Block geht, wie man immer so schön sagt, geht sie eigentlich nicht wirklich auf Block, sondern sie geht auf den Hydrostopp, der auch sehr unangenehm ist, weil das Ganze hier ist konisch, das ist auch konisch, das Ganze läuft hier rein, wir sehen, das passt da ziemlich gut rein, das Öl wird dort verdrängt, es bildet sich ein Ölfilm um diese Buchse und bevor das Ganze hier unten wirklich Metall auf Metall treffen würde, ist da so ein Ölfilm zwischen, der das Ganze beschränkt und die Flächen zwischen den Metallen voneinander trennt. Also es trifft nicht Metall auf Metall, sondern es trifft Metall auf Ölfilm und der Ölfilm auf Metall. Öl kannst du dann auch nicht weiter komprimieren. Das ist auch sehr hart, deswegen fühlt es sich auch an wie Metall auf Metall. Aber Metall auf Metall wäre noch viel schlimmer und würde natürlich auch einen gewissen Verschleiß bedeuten. Ja, da haben wir so einen Gummipuffer vor und dann hier oben den eigentlichen Hydrostopp, der das Ganze dann da unten abfedert. So, dann kommt eine Feder, die sorgt dann dafür, dass der Gabelkopf, der hier oben aufgeschraubt wird, immer wieder nach oben geführt wird. Das ist eine Vorspannhülse drauf und dann haben wir oben den Gabelkopf, der verbindet zum einen dann hier die Kolbenstange mit dem Cartridge und oben das äußere Rohr, in dem Fall Upside-Down-Gabel, mit dem Rest, dass das Ganze dann entsprechend arbeiten kann. Federvorspannung haben wir hier noch. Sage ich jetzt nichts weiter zu, kann man hier drehen, drückt drauf. Habe ich jetzt doch was weiter zu gesagt. Es ist schön, wie ich mir immer treu bleibe. Bin begeistert. Ich kann es aber auch einfach nicht. Ich bin einfach ein Sabbelhannister. Ich muss mal aufhören damit. Gut. Okay, wir stecken das jetzt ganz mal wieder lose zusammen und dann machen wir mal am Motorrad weiter, weil da das ist ja viel spannender eigentlich. Wir wollen immer fahren. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Gabel drin. Video voll. Gabel ist drin. Reifen ist drin. Kette ist drauf. Fußraste ist ab. Ist ab. Ja, ist ja gut. Können wir losfahren, ne? Ne, wir machen jetzt wirklich Schluss für heute, weil das ist alles schon wieder komplett ausgeartet. Blinker haben wir euch im letzten Video gezeigt. Ich bin immer noch begeistert. Guck ich mir vielleicht gleich nochmal an. Ach, komm hier, einmal nochmal, komm. Ja, komm, da. Eieieiei, oh. Ist das geil. Geiler Lauflichteffekt. Das lohnt sich. Shoplink ist unten drin. Fürs nächste Video, was haben wir noch vor? Wir haben so ein aggressives, tightes Hamburg City Move Style Ding irgendwo von der Panigale abgesägt. Ist von Puig. So ein... Ja. Bin gespannt. Wir bauen das einfach mal an. Sieht auf jeden Fall aggressiv aus. Bugspoiler haben wir auch noch. Das machen wir alles mal im nächsten Video. Mal gucken, was wir noch für Ideen haben. Fußraste müssen wir auf jeden Fall machen. Für heute sind wir durch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, folgt uns auch auf Instagram. Folgt mir auch auf Instagram. Da kommt zwar wahrscheinlich nur Unfug bei raus, aber könnt ihr ja trotzdem mal machen. Sieht immer gut aus. Bisschen auf dicke Hose machen. Also danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.